Die USA und Großbritannien haben mit der Unterstützung verbündeter Staaten in der Nacht zum Freitag erfolgreich Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, teilte US-Präsident Joe Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Er werde nicht zögern, bei Bedarf weitere Maßnahmen anzuordnen. Seit Ausbruch des Gazakrieges zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas greifen die Houthi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden zunehmend die Route. Die Houthi attackieren Israel auch immer wieder direkt mit Drohnen und Raketen. Eine Reaktion der USA, Großbritanniens und Verbündeten hatte sich zuletzt immer stärker angedeutet. Neben den USA und Großbritannien hätten sich auch Australien, Bahrain, Kanada und die Niederlande an dem Militärschlag beteiligt, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington. Die Angriffe hätten sich auf jene Stellungen konzentriert, die für die Rebellen bei ihren Angriffen auf Handelsschiffe von besonderer Bedeutung seien, weil sie dort etwa Raketen, Radartechnik oder Drohnen lagerten. Ziel sei es gewesen, die Houthi zu schwächen, nicht aber die Situation zu eskalieren, sagte der Regierungsvertreter weiter. Der wahllose Beschuss von Schiffen habe auch nichts mit Israel zu tun. Und selbst wenn, gäbe es keine Rechtfertigung, Schiffe auf internationalen Gewässern anzugreifen. Die USA, Großbritannien und die Verbündeten hätten sich nach sorgfältigen Überlegungen und diplomatischen Bemühungen zu dem Schritt entschieden. Der Militärschlag gegen die Houthi-Rebellen ist laut einer gemeinsamen Erklärung im Einklang mit der UN-Charta erfolgt. Er sei eine Reaktion auf die illegalen, gefährlichen und destabilisierenden Angriffe der Houthi auf Schiffe im Roten Meer und beruhe auf dem Recht der Selbstverteidigung, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die unter anderem von der Bundesregierung mitgetragen wird. Die Houthi-Rebellen wollen auch nach dem Militärschlag weiterhin Schiffe mit angeblicher israelischer Verbindung im Roten Meer ins Visier nehmen. Es gibt absolut keine Rechtfertigung für die Aggression gegen den Jemen, da es keine Bedrohung für die internationale Schifffahrt im Roten Meer und im Arabischen Meer gab, sagte ein Sprecher der Rebellen im Houthi-Fernsehsender Al-Masira am Freitag. Ziel seien weiter israelische Schiffe oder solche, die die Häfen des besetzten Palästinas anlaufen. Der Iran hat den Militärschlag gegen die von der Islamischen Republik unterstützten Rebellen scharf verurteilt. Der Angriff sei eine klare Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Jemen und ein Verstoß gegen das Völkerrecht, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Freitag Außenamtssprecher Nasser Kanani. Diese willkürlichen Angriffe werden zu keinem Ergebnis führen, außer die Unsicherheit und Instabilität in der Region zu schüren, so Kanani weiter.